Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um ein Dokument namens PV-Wegweiser, also Photovoltaik-Wegweiser für jetzt das Jahr 2021. Ein Leitfaden für die Planung von Photovoltaikanlagen und der solaren Eigenversorgung. Ich kam auf dieses Dokument über Kollegen aus meiner Bürgerenergiegenossenschaft. Ich habe ja mal sowas mitgegründet und bin dort mit im Aufsichtsrat. Und wir beschäftigen uns natürlich auch damit, wie man jetzt also verschiedenste Arten von Photovoltaikanlagen am besten bauen, betreiben oder nachher auch vermarkten kann, jeweils mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Und hier haben wir vom HTW Berlin, also der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, einen Wegweiser, eine Darstellung, die eben auf etwa 50 Seiten zusammenfasst, wie man Photovoltaik am besten plant, was man zu beachten hat, was verschiedene Kostenfaktoren sind, was die diversen Geschäftsmodelle dahinter sind, also die Vermarktungsmöglichkeiten und was man dabei eben jeweils zu betrachten hat. Und das ist eine super interessante Darstellung auf vergleichsweise wenig Seiten mit auch vielen Grafiken, die, glaube ich, sehr hilfreich ist. Und deswegen wollen wir das mal auf unserem YouTube-Kanal kurz durchspielen. Ihr habt dann hier am Anfang schon ein Inhaltsverzeichnis, wo ihr dann schon sehen könnt, naja, es gibt durchaus einige interessante Aspekte, zum Beispiel, naja, allgemeiner Ablauf eines Photovoltaikprojekts und dann vor allem unter welchen Rahmenbedingungen, ne? Geht es um Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, geht es um Gewerbeanlagen, Industrieanlagen, geht es um kommunale Gebäude, wo dann ja zum Beispiel bei einer Schule oder bei irgendwelchen anderen Verwaltungsgebäuden tagsüber genau der Verbrauch da ist, während eine Photovoltaikanlage Strom produziert. Das ist natürlich fantastisch und ein sehr dankbarer Abnehmer. So, Leitfragen für eine Solarstromversorgung. Ne? Okay, worum geht es erstmal? Auf dem Dach oder am Gebäude, was deutlich einfacher auch zu projektieren ist als eine Freiflächenanlage. Ein paar Sachen zur Stromerzeugung, ein paar Sachen zu Verbrauchsarten oder auch, sagen wir mal, den Umständen des Verbrauchs. Ne? Verbrauchen wir selbst? Verbraucht unser Kunde, den wir beliefern? Machen wir daraus ein Mietmodell oder Pachtmodell und so weiter? Also ganz viele spannende Dinge, natürlich auch in Richtung des Mietostroms, was ja jetzt auch wieder ein steigendes Thema sein könnte. Das wird hier ein bisschen betrachtet, Wirtschaftlichkeitsberechnung, also welche verschiedenen Kostenfaktoren muss man zum Beispiel auch einfach betrachten, die vielleicht nicht sofort intuitiv einem so einfallen, sondern die hier aus Erfahrungswerten auch kommen. Ein bisschen Fazit und diverse Inhalte noch im Anhang, die alle auch ganz, ganz hilfreich sind. Also ich fand das ganz toll und deswegen möchte ich euch das mal mit euch teilen. Der Link zu diesem Wegweiser ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Also nach den einführenden Inhalten geht es dann eben auch schon relativ schnell zu den ersten Grafiken, die das ganz, ganz klug machen. So, was ist denn so der typische Ablauf, wenn wir ein Photovoltaikprojekt machen? Na, von, okay, Dach ist vorhanden und Motivation ist vorhanden, alles klar, dann können wir loslegen. So, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, okay, wie können wir das Ganze finanzieren? Ist dafür Eigenkapital da? Kann man das mit Fremdkapital sinnvoll angehen? Was ist eigentlich der Wirtschaftsplan dahinter? Ne? Dann natürlich auch, okay, wir haben eine Idee, wie wir das Ganze vermarkten können, aber ist das Dach überhaupt geeignet? Kann das Dach die Last tragen? Wobei man auch dann natürlich verschiedene Alternativen hat, neben dem klassischen, wir stellen die Photovoltaikanlage aufs Dach drauf und verankern das Ganze, gibt es auch noch andere Möglichkeiten hier, die Last zu verteilen, zum Beispiel nicht aufs Dach, sondern auf die seitlichen Wände, die teilweise deutlich, deutlich stabiler sind oder zumindest tragfähiger sind als das Dach selbst, je nach Bauart, indem man das dann praktisch an den Seiten verankert und so weiter. Es gibt auch verschiedene, sagen wir mal, Leichtbaumodelle, was das Ganze angeht. Also es gibt da Möglichkeiten, da sprecht am besten mit erfahrenen Elektrikern, die eben solche Photovoltaikanlagen beruflich aufbauen. Und die können dann eben, wenn sie das Dach sehen, auch schon sagen, na, diese, jene folgende Möglichkeiten sind gegeben. Wenn man noch ein bisschen Statikplanung vom Dacheigentümer hat und so verschiedene Sachen, dann geht das auch relativ schnell und zielgerichtet. Und dann geht es natürlich ein bisschen zu, okay, wir haben jetzt die Anlage dastehen, der Strom fließt, aber was machen wir jetzt damit? Wer bezahlt schlussendlich dafür? Und das wird hier in diesem Wegweiser also wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Wir haben dann hier jeweils ein paar kurze Erklärungen zu den verschiedenen Kundenstrukturen, die man hier jetzt treffen könnte. Wie gesagt, Industriekunden sind super interessant, weil die im Zweifel viel mehr Strom verbrauchen, als wir überhaupt liefern könnten mit unserer Photovoltaikanlage. Also sparen die trotzdem für eine gewisse Energiemenge dann im Zweifel ordentlich ein, wenn sie ein gutes Angebot bekommen können. Kommunale Gebäude sind
prädestiniert immer wieder, weil eben, wie gesagt, tagsüber in Verwaltungsgebäuden genau dann der Verbrauch da ist, bei Schulen genau dann der Verbrauch da ist, wenn die Photovoltaikanlage auch läuft. Und dann gibt es hier verschiedene Leitfaden im Hintergrund, die alle mit verlinkt sind. Das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Wissensquelle, die hier also zur Verfügung gestellt wird. So, und dann geht es ein bisschen mehr um verschiedene Leitfragen. Okay, was ist die Dachfläche? Wer ist jetzt Eigentümer dieser Dachfläche? Also können wir selbst bauen und betreiben und auch selbst verbrauchen oder bauen wir als Dienstleister und haben dann nachher irgendeine Art von Liefervertrag oder wird die Anlage dann nachher vermietet, dass praktisch ein Eigenverbrauch des tatsächlichen Gebäudeeigentümers dann auch möglich sein könnte und. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie hier Modelle dann auch sinnvoll aufgebaut werden könnten. Und hier wird dann eben auch schon angefangen mal zu rechnen, okay, was könnte man denn so tendenziell aus der Dachfläche rausholen? Dafür gibt es dann aber auch wieder je nach Bundesland verschiedene Solarkataster und ähnliches, wo man dann einfach das Dach auch gezielt raussuchen kann und mal ein bisschen herumspielen kann mit verschiedenen Modulen, die da drauf gepflastert werden könnten und was dann eben auch für eine Leistung rauskommen würde. Verschiedene Aspekte, die man auch manchmal noch ein bisschen nach hinten schiebt, zum Beispiel ja, Denkmalschutz. Ja, inwieweit ist dann überhaupt eine Traglast machbar? Wie kann man das Ganze angehen? Was passiert denn oder was müssen wir beachten, wenn wir das Dach dann doch nochmal neu machen lassen müssen? Um was geht es denn? Ne? Dach komplett erneuern, was für Kosten stecken typischerweise dahinter? Hier sind also wirklich sehr, sehr tolle Hintergrundinfos. Unter anderem auch hier so ein bisschen was zum tendenziellen Photovoltaikertrag pro Position. Ne? Je nachdem, wo man so gerade liegt, gibt es mal mehr und mal weniger Möglichkeiten. Einfach erfahrungsgemäß anhand der letzten 10 Jahre, was dort eingestrahlt ist. Und was man dementsprechend auch erwarten kann als Photovoltaikertrag und dementsprechend pro Anlagen, Module eben auch an Energiemengen, die dann schlussendlich eingespeist werden können oder verbraucht werden können. Und hier gibt es also verschiedenste Hintergrundinformationen dazu, verschiedene technische Informationen. Das kann man sich alles anschauen, wenn einen das interessiert. Wenn man jetzt eher auf der wirtschaftlichen Ebene unterwegs ist, dann kommt man hier mit den Geschäftsmodellen und dem hintersteckenden Aufwand zu was ganz, ganz, ganz Interessanten. Ich werde jetzt mal ein bisschen heranzoomen, damit ihr das besser sehen könnt. Aber ihr könnt es gerade gar nicht besser sehen, weil hier was drüber hängt. Jetzt schiebe ich das mal ein bisschen rüber, damit ihr das sehen könnt. Genau. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Darstellung. Die unterscheidet es erstmal wirtschaftliche Attraktivität. Was ist weniger wirtschaftlich? Was ist richtig gut wirtschaftlich? Was ist mit welchem Umsetzungsaufwand verbunden? Also was ist sehr, sehr aufwendig und gleichzeitig wenig wirtschaftlich? Zum Beispiel Systemdienstleistungen. Also in die Richtung der Regelenergie und sowas zu gehen. Das ist extrem aufwendig. Ganz viele Vertragswerke im Hintergrund, Ausschreibungen, die da laufen und gleichzeitig ist es kein ganz so sicheres Geschäftsmodell, weil klar, Regel-NG wird immer wieder gebraucht, aber wir kriegen eine Grundlagenvergütung dafür, dass wir uns zur Verfügung stellen, dann kriegen wir eine Vergütung dafür, wenn es abgerufen wird. Das muss halt auch hinhauen, ne? Und dementsprechend kann das immer mal Teil einer sehr klugen Vermarktung sein, aber wenn wir jetzt einfach nur eine Photovoltaikanlage irgendwo hinbauen wollen, ist die nicht unbedingt sofort prädestiniert, im Rahmen von Regel-NG und ähnlichen Systemdienstleistungen angeboten zu werden. Und da gibt es ganz am anderen Ende praktisch den Eigenverbrauch. So, wir bauen auf unser eigenes Dach eine Photovoltaikanlage und verbrauchen den Strom selbst. Easy. Ja, so einfach ist das. Und weil wir ihn selbst verbrauchen, ist er auch von verschiedenen anderen Faktoren befreit. Wir haben eine EEG-Umlagenminderung. Alle anderen Aspekte, die im öffentlichen Netz dann dazu kommen würden, wie Umlagen und Entgelte, kommen auch nicht zustande. Dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr wirtschaftlich und vergleichsweise einfach, weil wir selbst bauen, selbst betreiben, selbst verbrauchen, dann ist das auch ohne weitere Sachen möglich. Das Weitere kommt dann eben zustande, wenn wir zwar vielleicht unser eigenes Dach haben, aber wir bauen da die Anlage nicht drauf, weil wir das nicht machen wollen. Wir geben diese Tätigkeit an eine Bürgerenergiegenossenschaft oder an einen anderen Dienstleister, der dann eben für uns die Anlage baut, der dann die entweder auch selbst besitzt, uns aber zurückvermietet und man dann praktisch in die Rolle kommt, eine Art Eigenverbrauch oder eben in ein Liefermodell, was zum Beispiel auch im Bereich von Mieterstrom vorstellbar ist, ein Mehrfamilienhaus, eine Dachanlage drauf und dann macht man mit dem Eigentümer den Vertrag, dass man eben seine diversen Mieter hier sinnvoll beliefern könnte. Das Ganze ist dann aber natürlich ein bisschen aufwendiger, weil gerade bei Mieterstrom verschiedene weitere bürokratische Rahmenbedingungen, Verträge, die notwendig sind,
mit aufkommen würden. Also ist das ja schon mal eine gute Einschätzung so für den Anfang. Was könnte man denn sinnvollerweise machen? Was ist am einfachsten? Was ist aber auch am lukrativsten? Und dann sieht man zum Beispiel, ne, die Einspeisung, die ist auch vergleichsweise einfach, weil Anlage muss stehen, muss ans Netz angeschlossen sein. Dann kann die einspeisen, aber es ist eben deutlich weniger wirtschaftlich attraktiv, wie zum Beispiel eben der Eigenverbrauch, weil wir heutzutage in der Netzanspeisung eine EEG-Vergütung haben zum Beispiel, die eben bei weitem nicht mehr so hoch ist wie das, was wir vor 10, 20 Jahren erreichen konnten. Und auch bei einer Direktvermarktung das Ganze nicht unbedingt einfacher wird und man da eben auch sehr, sehr gute Verträge erreichen müsste, die nicht die jetzt nicht einfach draußen herumliegen und wo man nur zugreifen müsste, sondern da ist ein bisschen Aufwand mit dahinter. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Jetzt schiebe ich euch wieder dahin, dass ihr das richtig sehen könnt. So ungefähr war das doch. Genau. Es geht mal weiter. Wir haben ja dann nochmal verschiedene Erklärungen dazu, was eben pro Szenario gehen könnte. Das könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr hier euch von irgendwas schon berührt fühlt. Und jetzt muss ich wahrscheinlich dann doch wieder ein bisschen herüberschieben, denn diese Darstellung fand ich richtig gut. Ein Fragenbaum zur Ermittlung des geeigneten Geschäftsmodells. Wir haben das ja gerade uns schon mal angeschaut im Sinne des Aufwandes und der Wirtschaftlichkeit. Und jetzt, okay, wir sind jetzt direkt davor. Was machen wir denn nun? So, ist das Dach unser eigenes Eigentum? Nein. Ja, okay, können wir denn dafür sorgen, dass was drauf gebaut wird? Nein, okay, dann gibt es keine PV-Anlage, keine Frage. Aber wenn doch, so, wird denn direkt auf dem Gelände Strom verbraucht? Nein, okay, dann muss man nur einspeisen, dann ist nichts anderes möglich. Aber wird der Strom verbraucht? Okay, von wem wird er verbraucht? Auf welche Art und Weise wird er verbraucht? Und können wir dann dementsprechend dorthin kommen? Naja, wenn es ein Mehrfamilienhauseigentümer ist, dann könnte man zum Beispiel eine Mieterstromanlage machen, wenn nicht, dann eben eine andere Art von Lieferung an ein Gewerbeunternehmen, was eben hier ein Dach zur Verfügung stellen würde. Oder man kommt dann dorthin, dass entweder das die eigene Dachanlage ist oder man diese Dachanlage wiederum verpachten würde, dass man über diese Wege dann dorthin kommt, eine Eigenversorgung oder eine Art Eigenversorgung möglich zu machen, was dann ja wiederum EEG-Umlagen technisch nochmal ganz besonders interessant ist, weil dort eben verschiedene Zahlungspflichten auch wieder wegfallen. So, und deswegen ist das hier eine ganz, ganz fantastische Darstellung, die auch wirklich für die Neulinge im Thema sehr, sehr gut anwendbar ist. Deswegen schätze ich diesen Wegweis auch sehr. Dann gibt es noch verschiedene ökonomische Eingangsparameter. Hier kommen dann auch die Formeln zustande. Das ist natürlich auch durchaus wichtig, wenn man mal berechnen möchte, was man eben erreichen kann. Verschiedene Hinweise nochmal zu Vergütungssätzen etc. etc., was dann für den Wirtschaftsplan natürlich ganz, ganz entscheidend wichtig ist. Ein Gefühl dafür zu kriegen, was man denn je nach Vermarktung auch erreichen kann, ist ja ganz entscheidend, gerade auch dann, wenn man Fremdkapital nochmal mit reinnehmen müsste, über eine Bankenfinanzierung oder ähnliches. Von daher viel, viel zu berechnen. Hier gibt es dann auch nachher nochmal weitere Anlagen, die das so ein bisschen mit reinnehmen. So, Berechnung der Wirtschaftlichkeit mit 7 Angaben. So, diese 7 Angaben sind auch schon ganz klug. Dachgröße, ja klar, je nachdem wie groß, desto mehr Module können drauf. Gleichzeitig ab einer gewissen Leistungskapazität, die dann gebaut wird, gelten vielleicht andere Fördermaßnahmen nicht mehr oder man muss dann Verschiedenstes betrachten. Das könnte also auch sehr klug sein, genau bis zu einer Schwelle nur aufzubauen, die dann nicht zu überschreiten und deswegen zum Beispiel auch in verschiedene Förderprogramme noch reinzufallen, was dann die gesamte Wirtschaftlichkeit beispielsweise besser macht. Ja, also das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie groß ist das Dach und wie groß ist dann dementsprechend auch die Anlage, die wir bauen wollen. Wie hoch wäre der Stromertrag mit der Anlage, die wir jetzt bauen wollen, entlang der Daten, die wir gerade schon zusammengesammelt haben? Wie hoch ist der Stromverbrauch vor Ort, den wir dann also mit Eigenverbrauch oder ähnlichem angehen könnten? Oder gibt es gar keinen, dann würden wir nur einspeisen wollen. Dann im Vergleich, okay, wenn es jemanden gibt vor Ort, der verbraucht, ja, wie viel bezahlt er denn bisher für seine Stromlieferung und inwieweit könnte er denn unser Angebot viel, viel attraktiver finden und wie findet man jetzt hier den Kompromiss, der für beide Seiten wirtschaftlich interessant ist? Inwieweit kann man von der EEG-Umlage befreit werden, komplett befreit werden, teilbefreit werden, gar nicht befreit werden, eben je nachdem, welches Modell hier gewählt wird. Das ist dann wiederum in den Untiefen des EEGs sehr genau geregelt, aber auch hier gibt es in diesem Wegweiser natürlich Hinweise darauf.
Welche Einspeisevergütung würde nun kommen, wenn wir einfach nur ins Netz einspeisen, wenn wir direkt vermarkten und so weiter? Also was würden wir bekommen, wenn wir jemanden vom Dach aus beliefern würden, im selben Gebäude? Das ist dann natürlich der nächste Punkt. Welche Kosten brauchen wir schlussendlich, um das Ganze jetzt zum Laufen zu bringen? Was muss erstmal gemacht werden? Muss das Dach nochmal saniert werden? Oder ist alles super? Statik ist toll, einfach nur draufbauen und los geht's. Wechselrichter, die noch dazu gebracht werden müssen, also technische Infrastruktur, die notwendig wäre, Netzanschluss vielleicht nochmal neu machen. Ist der Netzbetreiber bereit, das selbst zu zahlen oder gibt es da eine Teilung? Also je nachdem, welche Infrastrukturpunkte gemacht werden müssen, kann es sein, dass der Netzbetreiber das selbst macht, kann es sein, dass er hier in der Rechnung schreiben möchte. Das ist natürlich im Zweifel auch nochmal alles vorher abzuklären. Und dementsprechend gibt es hier auch nochmal eine schöne Darstellung, die das Ganze in Kontext setzt, die einem hier auch nochmal darstellt, was man alles so zu betrachten hat. Gerade wenn man jetzt so eine große Anlage baut, ist ja natürlich immer die entscheidende Frage, ab wann hat die sich eigentlich refinanziert und ab wann generiert die einen Überschuss, also einen Gesamtgewinn? Wir selbst als Bürgerenergieanlage Plan ist auch, ne? Genossenschaft ist gegründet, wir als Bürgerenergie-Genossenschaft, die Anlagen bauen will, haben eine Genossenschaft gegründet, die soll die nächsten Jahrzehnte auch laufen, also können wir davon ausgehen, wir rechnen so auf 10 Jahre, im schlimmsten Fall auf 20 Jahre, bis sich eine Anlage komplett refinanziert hat, bestenfalls so schnell wie möglich und dementsprechend muss das Ganze nicht nach 5 Jahren, nicht nach einem Jahr sich schon komplett refinanziert haben, das ist auch eher unwahrscheinlich. Und dementsprechend muss man aber von vornherein einen Plan haben, ja okay, welche Investitionen kann ich auch mit meiner Bank jetzt hier angehen und bis wann muss die sich eigentlich richtig gelohnt haben. Und dementsprechend gibt es hier verschiedene Aspekte, die hier auch nochmal schön dargestellt werden. Mit Formen und Co. kann man sich also alles genauer angucken und dann am Ende auch damit arbeiten. Weitere Berechnungen, wenn es dann darum geht, okay, wie viel würde denn hier in welcher Form verbraucht werden, bei Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, bei Gewerbeunternehmen, bei kommunalen Gebäuden. Gerade bei kommunalen Gebäuden ist halt die Schule, ist das Verwaltungsgebäude immer ganz, ganz interessant. Bürogebäude haben auch tagsüber am meisten Verbrauch. Das ist eben super, super spannend. Krankenhäuser, Hotels, andere Anlagen, die einen stetigen Verbrauch haben, also auch kulturelle Gebäude, die tagsüber Verbrauch haben, Sportstätten, die tagsüber Verbrauch haben, sind dann immer sehr, sehr, sehr interessant. Und da geht dann doch einiges, kann man sich alles hier schön anschauen, dieses Wissen, was hier einfach gesammelt wird, einmal schön rekapitulieren und dann weiß man doch nochmal einiges mehr über das Potenzial von Photovoltaikanlagen im eigenen Kontext. Hier noch immer eine Möglichkeit, sich daran zu inspirieren, wie eben eine Wirtschaftlichkeit berechnet werden könnte, entlang dieser diversen Punkte, die wir gerade besprochen haben, die dann hier auch nochmal weiter dargestellt werden für diese verschiedenen Arten von Kundenstrukturen. Weitere Hinweise dazu, welche Akteure, also sind wir eine Genossenschaft, dann ist es eben auf eine bestimmte Art und Weise interessant, verschiedene Modelle zu gehen. Sind wir selbst ein Betreiber, dann haben wir andere Ansätze, die wir verfolgen wollen und so weiter. Und sind wir ein Energieversorger, haben wir nochmal andere Ansätze. So, und dann gibt es hier auch nochmal einen Wartungsplan, der also darstellt, was typischerweise wann zu machen wäre. Das ist jetzt hier ein bisschen verpixelt, aber so könnt ihr eben auch sehen, okay, folgende Dinge wären irgendwann dann hier mal zu machen, entlang verschiedener zeitlicher Betrachtung, jährlich, vierjährlich, bei Bedarf und so weiter. Ne? Also da ist ganz viel Erfahrung hinter, was gerade den neueren Projektierern auf jeden Fall gut helfen könnte, welche steuerlichen Aspekte sind zu betrachten, auch vor allem an welcher Stelle. Ne? Also wer den Strom einspeist oder jemanden aktiv liefert, der ist aktiv gewerblich tätig, dann kommen also nochmal verschiedene weitere steuerliche Aspekte mit drauf. Das wird hier auch nochmal schön dargestellt. Schaut euch das einfach an und dementsprechend kann ich nur empfehlen, der Photovoltaik-Wegweiser des HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, ist wirklich ganz, ganz hilfreich, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie Solaranlagen in Deutschland geplant, gebaut, betrieben und vermarktet werden können. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Aspekte auch entlang der weiter voranschreitenden Energiewende. Gerade wenn das Ganze dezentral laufen soll und auch mal eine Bürgerenergiegenossenschaft oder andere Akteure sowas einfach jetzt mal machen sollten. So, von daher, wenn ihr euch das weiter anschauen wollt, unten in der Videobeschreibung verlinken wir, wie gesagt,
die Seite der Hochschule, wo das Ganze dann auch verlinkt ist. Okay, habt ihr Fragen, Ideen, Anregungen, Anekdoten und so weiter zu eben genau solchen Photovoltaikanlagen und solchen Projekten, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn es das nächste Video gibt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.